Hallo AFOPS, herzlich willkommen im Noppenstein Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Niklas. Und das ist Runabout. Yay! Das Runabout ist endlich da. Ja, endlich ist es da. Ich muss sagen. In all seiner Pracht. Und oh ja. Davon hat es genug. Pracht. Oh ja, oh ja. Guckt euch das Ding an. Ist ein Knaller. Allein die Größe, ne? Ja. Du hast es aufgebaut, ne? Ich hab's gebaut. Also zumindest eins davon. Ja, ich weiß nicht, ob es das hier war. Ich glaube, mittlerweile haben wir sogar zwei gebaut oder so. Zwei, mindestens zwei, plus den Prototyp. Ich wollte gerade sagen, also wir haben einige gebaut. Ja, auf jeden Fall, ja. Und wie war's? Es macht Spaß zu bauen. Es ist ein schönes Fortschrittsgefühl hat man. Mhm. Es ist an der einen oder anderen Stelle ist es etwas tricky. Deshalb würde ich sagen, es ist gut der Durchschnitt. Ansonsten, der Rest ist dann recht entspannt. Also so eine Mischung zwischen entspannten Bauen und guter Durchschnitt, würde ich sagen. Ist halt groß. Ja, ne? Ja, ist halt viele genau, Teile. Richtig. Aber und vor allen Dingen schön innen drin auch. Ups, jetzt habe ich kommen wir gleich drauf. Also, jetzt verrät ihr schon wieder alles. Wir sind noch nicht mal so weit, aber okay. Ja. Wir haben ja aber ein bestimmtes Runabout. Wir haben ja nicht irgendein Runabout. Ja. Das sind ja Shuttle der Danube, oder nee, Shuttle sind es nicht. Es sind die kleinsten Föderationsraumschiffe, ja, richtig, soweit genau. Ich weiß. Also eins über Shuttle und ja. Genau. Und wir haben hier ein ganz spezielles. Wir haben hier nämlich die USS Rio Grande. Ich muss mal genau gucken, wo steht's? Hier steht's. Das Standard-Shuttle der DS9. Genau. Ja. Und ich hab mal nachgeguckt, ich war mir da selber nicht sicher, aber ich habe gelesen, es ist das einzige Shuttle, was die ganze Serie überlebt. Also das einzige Shuttle, Entschuldigung, jetzt sage ich auch schon wieder Shuttle. Das einzige Runabout, was die ganze Serie überlebt. Also ja, scheinbar werden alle irgendwann im Laufe der Serie alle anderen mal vernichtet. Also es geht das eine oder andere zu Bruch, aber das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das... Aber schön zu wissen, ja. Und es ist eins von drei Anfangs-Runabouts, nenne ich sie jetzt mal, die am Anfang, also auf Deep Space Nine ganz am Anfang eben gebracht worden sind, weil die Leute, ihr wisst es ja eigentlich, die Enterprise D bringt ja alles genau zur DS9, nachdem die an die Bajoraner übergeben wird, und unter anderem bringen sie drei Danube-Class Runabouts mit, und das ist eins davon, die Rio Grande, die Ganges ist es noch und die Yangtze Kiang. Genau. Drei Stück also. Ja. Wir ja haben, wie gesagt, die Rio Grande ist, also ich weiß nicht, ich glaube auch, das ist das, was sie so mit am meisten benutzen für Außenmissionen. Also das, oder? Das ist eigentlich das, wo ich jetzt, wenn man mich fragen würde, wäre das der erste Name, der mir einfällt. Ja. Alle benannt nach großen Flüssen. Deswegen auch Danube Class, ne? Donau. Schöne blaue Donau. Warum auch nicht? Ja, ist doch so. So. Was ist das? Weißt du das? Also das ist wahrscheinlich die Sensorphalanx. Die ist nicht auf jedem Shuttle drauf. Also richtig, es gibt auch Shuttles in anderer Konfiguration. Mhm. Da ist die Sensorphalanx ab. Und die sehen dann so aus. Genau. Ja. Und, ist eigentlich verrückt, ne? Weil wir gesagt haben, hier oben, da entstehen ja dann zwei in Anführungsstrichen hässliche Noppen. Genau, die nicht so schön aussehen. Dafür habt ihr das. Richtig. Ihr habt noch eine extra Fliese dabei. Die könnt ihr dann hier, ich drücke es jetzt mal nicht fest, weil sonst muss ich sie wieder rausfummeln gleich. Die könnt ihr hier draufsetzen und dann habt ihr halt hier, also dann habt ihr hier oben so ein Schild. Genau, Standard-Shuttle, keine Ahnung, ob das jetzt eins von den beiden anderen war, wo das nicht drauf war, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und aber man kann es abnehmen, je nachdem, wie es einem gefällt. Der Marco hat erzählt, er hätte mal nachgelesen, dass das wohl nur den Sinn und Zweck, also dieses Teil hier, den, also von der produktionstechnischen Seite her, den Sinn und Zweck hatte, dass es eine Folge gibt, wo ein Runabout ein anderes verfolgt und man wollte dem Zuschauer die Möglichkeit geben, beide unterscheiden zu können. Aha, okay. Und deswegen hat man sich gedacht, auf einen machen wir das und auf den anderen halt das nicht. Macht natürlich Sinn, ja, ist nachvollziehbar, ja, wenn das so ist. Auf jeden Fall, das ist ein, in dem Fall jetzt eine Sensorphalanx, haben wir nachgeguckt, ist es, und da gibt es verschiedene Aufsätze, wohl auch so kampfmäßige Aufsätze dann eben für verschiedene Einsätze. Ich weiß aber gar nicht, ob man die jemals sieht. Nee, eigentlich nicht. Das ist sehr ende. Kann man halt nachlesen, ja, solche also Sachen. Also wer will und die Fantasie hat, der kann sich da gerne auch noch einen anderen Aufsatz machen. Die Steine gibt es bei uns. Genau. Genau. Ist im Übrigen 23,1 Meter lang. Ja. Und wie wir hier wieder haben, es kommt ja aus Deep Space Nine, ist, ich weiß noch, wobei, jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Also wir haben auf jeden Fall hier Deep Space Nine genommen, weil ich meine, diese Runabouts fliegen in Deep Space Nine dauerhaft rum.
Man sieht auf jeden Fall mindestens eins auch mal in The Next Generation. Da gibt es eine Folge, wo Picard mit, ich glaube, Troy und ich weiß es gerade gar nicht mehr, noch irgendjemand mit so einem Runabout nämlich unterwegs ist. Und dann stoßen sie auf diese Zeitverzerrung, fliegen zur Enterprise zurück und dann sieht man, wie die gerade mit einem romulanischen Deridex-Kreuzer und dann ist die Zeit angehalten und sie können dann quasi... Kannst du dich erinnern? Ist eine sehr, sehr geile Folge. Eben, wo dann, ich weiß, wo richtig, Zeit eingefroren und so. Das, genau. Da ist es aber allerdings auch ein unbekanntes Shuttle, deswegen hätten wir das eh nicht, also das hat da keinen Namen. Ja, aber wo du gerade sagst, Picard und so, und ich vorhin schon gesagt habe, dass das Shuttle eventuell einen Innenraum haben könnte. Könnte? Ja. Könnte, ja, könnte, den du uns jetzt zeigen könntest. Und vielleicht zeigst du den Leuten auch mal ganz kurz die Verpackung, ach so, um ein bisschen Spannung aufzubauen. Genau, die Spannung. Das wollen wir mal eben kurz. So, ein dezent kleiner Karton, eine kleine Verpackung. Ja, gut, sind aber auch halt 3100 Teile knapp, also 3090 ganz genau. Und deshalb sieht man mich auch nicht mehr. Ja. Hier unten steht wieder irgendwo Deep Space Nine. Ich weiß nicht, ob euch hier hingucken. Hier, da steht Deep Space Nine, genau. Hier seht ihr, was es ist, nämlich das Danube Class Runabout Shuttle. Da steht Shuttle. Ja, es ist. genau, 3090 Teile, ein Blue Bricks Bro Set und ein schöner Karton. Und wie bei den anderen oben einmal genau. Die Defiant. Wir reden, wie gesagt, über Deep Space Nine. Boah, der ist wirklich schwer. Gell? Sag ich doch. Mein Gott. Hier drin ist es noch. Ich weiß schon, warum ich dir den gegeben habe. Ja, genau. Immer auf die und kleinen. Die Bauanleitung hast du da auch liegen? Ja. Genau. Auch die gewohnt gut. Genau. Ja, Bauschritte, die schon erledigt sind, sind wieder verblasst. Ja. Also wie da viele Bauabschnitte haben wir in dem? Bauabschnitte? Also nummerierte Tüten. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück. Genau. 8 Bauabschnitte. Sehr angenehm. Ja, also ist wirklich. Und, oh, ich habe da gerade was gesehen. Ja, weil das könnten wir vielleicht auch mal eben erwähnen. Genau, das ist eine gute Idee. Wichtiger Fakt. Also, wir haben wieder jede Menge Prints in diesem Set. Ja. Wir haben aber auch das. Genau. Und du weißt, warum wir das haben. Richtig. Weil wir uns hier die Arbeit gemacht haben und haben sehr schöne Seitenfenster gebaut. Die liegen quer. Da sind jetzt viele Plates und Tiles und auch Bricks verbaut. Das kann man so nicht bedrucken. Also das geht nicht. Wenn man das so in die Maschine einspannt und bedruckt und baut es dann auseinander und wieder zusammen, das passt niemals wieder so, wie es dann eigentlich aussehen sollte. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, für diese Stelle und für diese Stelle, also für diese beiden praktisch Fensterbänke, mehr oder weniger, da haben wir Transfersticker. Das heißt, diese Sticker, das sind jetzt keine 5 mm breiten Folien mit einem roten Print drauf, sondern es sind wirklich nur die roten Streifen. Das heißt, ihr zieht praktisch das Ding von der Trägerfolie ab, klebt das auf und dann zieht ihr eine transparente Folie runter und dann habt ihr wirklich nur noch die zwei roten Streifen auf den Bricks sitzen. Besser geht's nicht. Also das ist, haben wir gut hinbekommen. Eigenlob stinkt, aber... Ihr habt wieder ein paar mehr dabei, falls ihr mal bei einem... Also in doppelter Ausführung. Ne? Genau. So, und jetzt sagtest du, in den Baum... Unten aufmachen. Ja, oder unten? So. Geht auch. Man kann es auch oben aufmachen. Also das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt, glaube ich. Also wenn du es unten aufklappst, dann geht es einfacher. Ist es vielleicht einfacher? Sitzt der Clip, sodass man es einfach so hochklappen kann. Weißt du? Ups. Genau. Ich reiße nur ein bisschen mehr ab, als ich sollte, glaube ich. Also... Hätte ich's mal gemacht. Ihr könnt's machen, wie ihr wollt. Ja. Willst du es abnehmen? Ja, dann mach das aber jetzt. Dann machst du es jetzt aber so und machst dann quasi so. Okay, gut. Und dann kann man. Achtung. So. Tada. Ja. Oh mein Gott. Das ist ja genial. Da scheint die Sonne. Ich hab's ja schon mal von innen gesehen, muss ich ja zugeben. Ich konnte mir natürlich nicht nehmen lassen, mal reinzugucken. Und hier vorne, ja, das kann man, genau. Also ihr müsst, wie ihr seht, erstmal das große Dach abnehmen. Ja, aber du zeigst da jetzt schon wieder viel zu viel. Ich dachte, wir wollen die Spannung ein bisschen aufbauen. Das machen wir auch, weil wir zeigen jetzt noch was. Und dann machen wir es so, dass keiner reingucken kann. Und genau. Und gucken uns erstmal das an. Ich meine, im Prototypen-Video haben Marco und ich schon mal darüber gesprochen, dass man das abnehmen kann. Und wir waren uns nicht so hundertprozentig sicher, ob das nur was mit der Konstruktion zu tun hat. Wir haben das nicht nachgenommen. Diese Dinge waren angeblich sehr
wie sagt man, die waren modulmäßig aufgebaut. Ja. Also zum Beispiel kann man wohl dieses Mittelmodul hier irgendwie nach unten rausnehmen, dann bleiben quasi nur noch die Gondeln über und hier oben so ein bisschen und dann kann man das auch noch austauschen. Ich dachte jetzt, man kann einfach an das Cockpit irgendwas anderes ankuppeln. Das Cockpit ist dementsprechend austauschbar gegen quasi andere Versionen und seht euch das mal an hier. Aber ich glaube, Prinz. Auch alles Prinz. Sagen wir, oder ich will es mal anders formulieren, das ist ja ein Runabout, was die Enterprise D gebracht hat. Genau. Und da kommen wir zu dem zur Verbindung mit Picard. Genau, denn ich glaube, dass der was hier hinterlassen hat. Ja, er hat was vergessen. Weil ich glaube, die Teetasse und die Teekanne müssen von ihm sein. Das ist garantiert Earl Grey. Also das kann nicht anders sein. Ist jetzt quasi geklärt, welches Shuttle das war. Ja, ja. Das muss es gewesen sein. Und ihr seht halt hier haben wir die Betten. Ich glaube, es sind 4 Stück, wenn ich mich nicht irre. 4, ja. Ja. Hier haben wir im Übrigen zum Beispiel hier sehr schöne Prints. Auch der Innenraum hat Prints, die Konsolen, wie bei dem Shuttle der Enterprise D aus der ersten Welle. Und genau, hier schöner Innenraum, hier auch nochmal, hier sind die wieder diese Konsolen mit diesem LK-System. Das ist geil. Also das ist wirklich, hat mich am meisten gefreut, als ich das gesehen habe. Da ging mir das Herzchen auf. Und man kann es jetzt auch mal ganz kurz, einmal so, das ist die Unterseite, falls es jemanden groß interessiert, wie sie aussieht. Sieht auch von unten gut aus, ne? Richtig, sieht von unten sehr schön nochmal gefliest aus und so. Aber ich glaube, das ist das Highlight. Ja, auf jeden Fall. Wobei, genau da wäre ich jetzt vorsichtig, denn Highlight und so weiter, also für mich war das Highlight ganz eindeutig das hier. Ja, also, wenn ihr da mal reinguckt, was ist da... das geil. Knaller, oder? Also, ja, was da an Prinz drin ist... die ganzen Konsolen. Total abgefahren, ja. Also wirklich. Und es ist auch super getroffen. Und, und ganz wichtig, da hab ich größten Wert drauf gelegt, es ist auch ein WC vorhanden, ja. Wobei, ob es ein WC ist oder einfach nur ein C, das weiß man nicht, keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es in der Zukunft ja anders. Aber es ist zumindest vorhanden. Ne? Das fand ich auch klasse. Also, hat mir sehr gut gefallen. Fand es klasse, mir hat das gut gefallen. Ne? Also ihr seht, hier ist alles drin, was man für eine längere Strecke halt braucht. Ja, auch ein WC. Auch ein WC, genau. Und vor allen Dingen hier auch im vorderen Bereich, nicht, dass man es zurücklässt. Ne? Wenn man quasi in einer Notsituation sich absprengen muss oder so, dann ist das WC mit dabei. Das wäre auch schlecht, wenn nicht. Oder? Ja, das ich habe mich das im Übrigen immer bei den Flugkapseln gefragt. Ist da ein WC drin? Nee, wahrscheinlich eher. Obwohl. Bei so einer also eigentlich sollte so eine Flugkapsel lange, sowas enthalten. Wie lange war Worf in dieser Rettungskapsel, als er durch die Badlands trieb? Also durch die. Das ist auch eine gute Frage. Wo Dax ihn dann sucht? Das sind die spannenden Fragen. Das sind die wirklich spannenden Fragen. Dann wollen wir mal hoffen, dass er auch ein Glow dabei hatte. Hoffen wir mal, ne? Ja. So, jetzt haben wir nur das hier. Ja. Ihr seht schon, das sind hier die Hinges. Die sind natürlich vor allem für eine Sache da. Für die Form. Für die Form. Form, ja. Und richtig. Völlig unnötigerweise hat unser Designer gesagt, ja gut. Ne, ich weiß nicht, wie gut wir das jetzt hier in der Kamera einfangen können. Mach doch einfach mal ganz ab. Nimm doch einfach mal die ganze Seite ab. Dann sieht man das. Wir nehmen die ganze Seite mal ab. Seht euch das an. Ja. Das sind ja manchmal so Sachen, unsere Designer, die kommen, ich habe das letztens schon bei der Deep Space Nine erzählt, da baut man Deep Space Nine, denkt sich nichts und plötzlich ist eine Mini-Defiant dabei. Ja. Und man freut sich tierisch, das sind auch so Sachen. Völlig, man hätte auch einfach leer lassen können, weil man sieht es von außen eh nicht. Und, aber es ist da. Es ist auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, genau. Hier ist es auch nochmal, klappe ich jetzt nicht nochmal, also baue ich jetzt nicht nochmal ab. So. Aber das ist schon geil. Ja. Ich finde das super, sowas. Also seht ihr, das ist dann halt wahrscheinlich hier Impuls, das ist ja hier Impulsantrieb. Also ich nehme mal an, das hat irgendwas mit dem Impulsantrieb zu tun. Stimmt, ja. Und, gibst du mir mal kurz das Dach? Da fällt mir nämlich noch was ein. Das hier oben im Übrigen, das ist wohl der Warpkern. Ja, ich wollte es noch sagen, aber gut. Jetzt hast du hier, jetzt habe ich es dir vorweggenommen. Ne? Mein bisschen Nerdwissen, das ich habe. Okay. Also ich hätte es auch gewusst. Das ist schön. Ja, toll. Weißt du noch was? Irgendwas Spannendes.
Irgendwas Cooles. Du willst mich jetzt bloßstellen, gell? Jetzt hätte Nein, weiß ich nicht. Wäre ich fast vielleicht fällt in deine Falle gehabt und hätte Nein gesagt. Ich weiß, dass du in der letzten Zeit, was heißt häufiger, aber du hast letztens irgendwann doch noch Deep Space Nine quasi geguckt, ne? Nein, das ist, ich habe zwischendrin nach Deep Space Nine dann ENT. Und ich weiß, die Reihenfolge ist nicht in Ordnung. Normalerweise hätte ich Voyager gucken müssen, aber ich habe dann mit ENT wieder angefangen und bin gerade mit ENT durch und ziehe mir jetzt TOS rein. Und ja, dementsprechend, ich bin noch nicht bei den bei dem modernen Zeug, bin ich noch nicht. Bei dem modernen Zeug. Das kommt erst noch, also 200 Jahre ungefähr. Ups. Ich mach die Gondel kaputt. Ja. Aber das ist wirklich ein schönes Set. Ja, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr schönes Set. Ah, und für den geneigten Ingenieur haben wir auch Ersatz-Dilithium-Kristalle dabei. Also, ich vermute mal, dass es welche sein sollen. Die befinden sich jetzt hinten in diesen beiden kleinen Fässchen mit Deckel drauf. Hinten in der Ecke. Jetzt hoffe ich, dass ich treffe. Nein, doch. Fest. Geht doch. Genau. Also ihr seht, es ist eine Menge dabei. Ja. Eine ganze Menge sogar. Ausgestattet. Willst du es mal wieder zusammenbauen? Ich baue es mal wieder zusammen. Ich lese dann mal kurz hier die Setcard vor. Das ist das Star Trek Danube-Klasse Runabout. Ist ein Bluebricks Pro. Hat die Setnummer 104585. Hat 3090 Teile. Kostet 199,95, ist 49 cm lang, 29 cm breit und 15,5 cm hoch, mit Aufsatz wohlgemerkt. Und ist so beim Bauen guter Durchschnitt, hast du gesagt, ne? Ja, also es ist eigentlich ist es entspanntes Bauen. Aber Moment, wenn ich das jetzt wieder zusammengesetzt habe, kann ich da mal was zeigen. Aber natürlich auch die Anzahl an Teilen und so. 3090 Teile baut sich zumindest nicht in einer Stunde. Nee, das nicht. Also ich habe eine Weile dran gesessen, hatte aber Spaß dabei. Also es gibt ja auch Sets, wo dann halt zwischendrin ein bisschen eintönig werden, weil man immer wieder dasselbe baut. Das passiert einem hier nicht. Warum ist das Ganze nur in Anführungszeichen guter Durchschnitt? Hängt ganz einfach damit zusammen, diese Konstruktion hier mit diesem Trans-Blue-Streifen, der da drin ist, die ist ein bisschen speziell. Damit das so aussieht, baut man praktisch das Ding zweimal seitenverkehrt auf, einmal invertiert und setzt es dann praktisch zusammen übereinander. Also das war ein bisschen tricky. Deshalb würde ich sagen, ist es nur guter Durchschnitt. Also bei den aber der Rest ist sehr Gondeln vielleicht so ein bisschen, ja, sag ich, muss mal ein bisschen genauer hingucken. Ja, der Rest ist aber ganz entspannt. Und ich finde, das Ergebnis aber ist ja das, was hauptsächlich zählt. Und es ist geil. Richtig geil. Also das ist richtig gut geworden, das Teil. Und wieder einmal muss ich überlegen, wo ich das Ding hinterher hinstelle. Und was vielleicht auch nicht ganz unerheblich ist, soweit ich weiß, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber ist das unser größtes Star Trek-Set bisher? Also das ist das mit den meisten Teilen. Sollte es tatsächlich sein? Ja. Ich meine, 3090 Teile, ich glaube, die Nummer 2 ist dann DS9, oder? Ich glaube, ja, DS9 hat die Original-Enterprise aus der ersten Welle, das große Display-Modell, glaube ich, um ein Teil geschlagen. Und das hatte meiner Meinung nach 2888 Teile. Also auf jeden Fall, das hier ist das größte Teil, das teileintensivste. Mehr Teile gibt es bisher in keinem anderen Set. Aber es ist auch. Und ich glaube auch mehr Prints gibt es bisher in keinem anderen Set. Kann das sein? Die Enterprise D aus der ersten Welle könnte das, glaube ich, sogar schlagen. Ja. Oder sogar die Original Enterprise, weil alleine der hier dieser Streifen auf den Gondeln, sind viele Teile. Ja, stimmt. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir euch alles darüber gezeigt. Oder? Habe ich was vergessen? Ja, ich würde dich jetzt auch gern bloßstellen, aber es gelingt mir nicht. Sagt der mich letztens gefragt hat, wie viel das Earth Space Dock wiegt. Ja, hör mal, das ist ja eine ganz... Und weißt du was, ich weiß es immer noch nicht. Echt? Nee, keine Ahnung. Ja, vielleicht weiß es ja einer von euch. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn einer von euch weiß, wie groß, also die Ausmaße des Earth Space Dock, Größe, Gewicht, Umfang und so weiter und so fort. Wer das weiß, gerne in die Kommentare, dann sind wir beim nächsten Mal schlauer. Vor allem, vor allem Captain Niklas. Den Captain Niklas, der mir das dann das nächste Mal beantworten kann. Das hoffe ich. Gut, dann würde ich sagen, für heute war es das aus dem Alpha-Quadranten. Aus Beta? Beta-Quadranten. Beta-Quadranten. Aus dem Beta-Quadranten. Beta-Quadranten. Meine ich jedenfalls. Ja. Ihr wisst, Noppensteine kann man nie genug haben. Genau, demnächst gibt's mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Mach's gut, ciao. So, und jetzt...
Nee, Moment. Also, wir haben ja zwei, ne? Genau. Also, das ist Mars. Ach, weißt du was? Ich nehme einfach den. Oh nein! Oh. Du Dieb! Nein, du Gauner! Meins! Ich nehme auch das.